Willkommen in einer Welt, die hat noch nie vor uns einer gesehen. Das ist ein Single Shot, da muss alles klappen. Das ist ein Abenteuer. Also das ist eine Reise ins Unbekannte, was wir hier machen. Es ist unbekanntes Terrain. Wir werden einfach rausgeworfen. Im Prinzip ist mal völlig egal, wie wir auf die Oberfläche aufkommen. Mesquite steht für Mobile Asteroid Surface Scout. Mesquite ist eine kleine Schachtel, so ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Ein Paket von Experimenten, das auf einem Asteroiden abgesetzt wird und die Oberfläche des Asteroiden vor Ort erforschen soll. Auf Mesquite sind vier Instrumente. Es handelt sich hierbei um eine Kamera, Maskam, um ein Infrarotmikroskop, Micro-Omega, um ein Radiometer, MARA, und um ein Magnetometer, MASMAG. Man muss sich das so vorstellen, wir sind Teil einer großen Mission Hayabusa von unseren japanischen Kollegen. Das heißt, Hayabusa hat einen großen Satelliten zu dem Asteroiden geschickt, mit dem Hauptziel, wirklich Proben zu nehmen und zur Erde zurückzubringen. Mesquite wird von Hayabusa einfach rausgeworfen und fliegt dann auf Ryugu, auf den Asteroiden zu, und wird dort landen. Natürlich haben wir ein sehr geringes Gravitationsumfeld. Das heißt, die Anziehungskraft ist so gering, dass Mesquite so ungefähr runterfliegt, wie wenn wir ein Blatt Papier von 30 cm auf einen Tisch fallen lassen. Ziel ist es, den Asteroiden wirklich zu verstehen. Die Frage, wo kommt das Wasser auf der Erde her, ist auch noch nicht so richtig gelöst. Und um zu verstehen, wie hat sich das alles hier mal gebildet, unsere Erde und auch die anderen Planeten, versuchen wir diese zu erforschen. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass Asteroiden eine Gefahr für die Erde darstellen, weil wir mit Asteroideneinschlägen rechnen müssen. Vorbilder für die Konstruktion gab es nicht. Mesquite ist ein Prototypenprojekt durch und durch. Wir wussten von Anfang an, dass wir beispielsweise mit Rädern zur Fortbewegung auf so einem kleinen Himmelskörper wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert hätte. Ich meine, es war Anfang 2011, wo zum allerersten Mal ein innenliegender Schwungarm im Design auftauchte, der dann halt Mesquite dann auch von Boden wegdrücken kann. Wir haben Mesquite dann dem japanischen Team übergeben. Die haben dann letztendlich Mesquite hineinbefördert in die entsprechende Ausbuchtung. Und ich durfte dann noch die letzten Verkabelungen machen, die letzten Klebestellen setzen und auch das letzte Mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegen an Mesquite, bevor dann Mesquite unterhalb der Solarpaneele dann für alle Blicke verschwand. We had a liftoff of the H2A launch vehicle number 26 with the Hayabusa 2 and 3-second repeat was on board from the Kanagashima Space Center at 1:22:04 p.m. on December 3, 2014, Japan summer time. Hayabusa ist im Sommer schon angekommen bei Ryugu und dann in einen quasi Orbit gegangen. Die stehen eigentlich an derselben Stelle und Ryugu dreht sich unter Hayabusa hinweg. In Toulouse bei CNES hatten wir ein Ranking-Meeting. Das bedeutet, wir hatten von den 10 möglichen Landeplätzen haben wir uns für 6 entschieden. All sites observed are doable. I mean, engineeringly speaking, the more important is that every instrument on board Mesquite could be satisfied with the science he can get on the site selected. Der Landeplatz von Mesquite nennen wir jetzt zurzeit noch MA9. At the end we find a compromise and it seems that everybody is satisfied, so that's a huge success. Um uns auf dem Asteroiden abzusetzen, wird Hayabusa, das Main Spacecraft, sehr nah an die Oberfläche gehen. Mesquite muss einiges aushalten auf der Oberfläche. Ryugu hat sehr, sehr große Brocken überall rumliegen. Wenn wir auf der Oberfläche sein werden, für den kleinen Mesquite sind es Berge, können bis zu 40 Meter hoch werden, diese Brocken. Risiken bestehen bei solchen Missionen leider immer. Ich meine, das ist eben das Los, was wir ziehen, wenn wir an vorderster Front der Wissenschaft mitmischen.
Wir haben eine Menge getestet, wir haben viel ausprobiert und wir sind der guten Überzeugung, dass wir alles Erdenkliche gemacht haben. Also wir haben alle Jahre lang für diesen Tag hier hingearbeitet. Machen wir es aber auch. Das Landekonzept von Mesquite ist jetzt ganz anders. Wir werden einfach rausgeworfen aus dem Spacecraft und es ist einfach im Prinzip erstmal völlig egal, wie wir auf die Oberfläche aufkommen. Wir hüpfen über die Oberfläche, bis wir zur Ruhe kommen. Wir haben einen Mechanismus an Bord, um Mesquite aufzurichten. Die haben Sensoren, die sehen, oh, ich bin auf der und der Seite. Und dann wird automatisch dieser Aufrichtmechanismus gestartet und Mesquite bringt sich in die richtige Lage. Mesquite wird von den Batterien her, von den Temperaturen her, für circa 16 Stunden im Idealfall auf der Oberfläche operieren können. Dann geht die Energie aus. Yugo ist ungefähr 300 Millionen Kilometer weg im Moment. Das heißt, ein Signal, ein Kommando von der Erde bis zu Mesquite dauert one way 16 Minuten. Die Daten, die auf Mesquite produziert werden, werden hochgelinkt zum Satelliten, zu Hayabusa. Und die schicken das dann wieder zu weltweit vernetzten Antennen auf die Erde. Mesquite is a very important element of the Hayabusa 2 mission. Because by bringing the lander on the surface, we can acquire very high resolution information of the asteroid that is never explored before. Was ich an dieser Mission auch unglaublich schön fand, war die Zusammenarbeit. Also gerade mit unseren französischen Kollegen, mit unseren japanischen Kollegen, das waren einmalige Erfahrungen. Es ist eine völlig andere Welt, die ist ganz, ganz weit weg und wir haben sowas noch nie gesehen. Und wenn dann das erste Bild kommt und Sie sehen eine Oberfläche, klar, schaut es aus wie eine Schutthalde, aber es ist eine äußerst spannende Schutthalde. Also ich freue mich wirklich, wirklich richtig auf die ersten Bilder.